Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immortals Phoenix Rising, hier im Hauptspiel ausnahmsweise im Moment. Wir haben ja noch zwei, drei Folgen vor uns im Add-on, die kommen natürlich auch noch. Allerdings möchte ich euch hier einen Tipp für diese Woche zeigen, und zwar die neue Regeneration oder sowas ist hier als Äther-Prüfung diese Woche als Prüfung halt eben am Start. Und wenn ihr euch solche wunderschönen Rüstungen da kaufen wollt, wie ich das gerade gemacht habe, dann müsst ihr folgenden Trick beachten, und zwar: Wie könnt ihr die neue Regeneration, diese Äther-Prüfung, halt hier mit Gold abschließen? Relativ einfach. Ihr müsst hier diesen ersten Luftwirbel da aktivieren, wie auch immer, die erste Luft aktivieren, Aufwind, den dann halt hier mitnehmen, sich ein bisschen, den Aufwind bis oben hin mitnehmen, dann zweimal Zorn des Ares zünden und dann losfliegen. Zwischendurch immer mal wieder Heiltränke schlucken und dann bestmöglich Zorn des Ares zweimal hintereinander nutzen. Das heißt, ihr seht ja, wenn die Ausdauer bei zwei Balken ist, ungefähr, das macht es ein bisschen einfacher, um danach die Flügel direkt wieder zu zücken. Ihr müsst ja direkt wieder bei der Xbox B drücken, um die Flügel zu aktivieren, und das macht es eigentlich einfacher, wenn man direkt zweimal hintereinander Zorn des Ares macht. Da hat man weniger möglicherweise Höheverlust, wenn man zu spät drückt oder sowas. Also die Flügel, immer wieder die Tränke auch mittendrin nutzen. Ihr seht es ja unten links, wann ich dann die Ausdauertränke da nutze. Dass man dann hier auf diesen mittleren Sockel fliegen kann, ist eigentlich relativ leicht erkennbar. Es ist so die erste Anhöhe, wo man sich wieder so ein bisschen regenerieren kann. Dort dann landen, und dann könnt ihr halt dort einige Sekunden verbringen. Ihr könnt eigentlich hier warten, bis eure Ausdauer komplett voll ist und dann rüberfliegen. Ich habe es mir hier noch ein bisschen schwerer gemacht, wollte halt ich wusste noch nicht, wie viel Zeit da wirklich überbleibt, deswegen wollte ich da Gas geben. Ihr müsst so gucken, dass ihr mindestens zweimal Zorn des Ares hier zünden könnt, wie ihr es jetzt hier gesehen habt, und dann schafft ihr es auf die andere Seite. Und das war es eigentlich soweit schon. Dann könnt ihr hier halt hin, euch hier die Äther-Prüfung abstauben, und dann habt ihr die vollen Münzen zur Verfügung. Das war es soweit. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und das Ganze bringt euch ein bisschen was. Sollte irgendwas an der Mikrofonlautstärke oder so nicht stimmen, beschwert euch bei meiner Frau, weil die hat gemeint, beim Putzen mein Mikrofon zu zerschreddern. Das war es soweit. Ich wünsche euch was. Bis dann. Haut rein. Ciao.